weiter geht's in wilder Fahrt. Wozu die langen Pausen? Und direkt in diesen Raum. Hier sind auch noch wieder ein paar Hunter, aber an denen renne ich jetzt erstmal vorbei, weil mit der Schrotflinte ist es ein bisschen, ja, kritisch. Ich glaube, links vorbeilaufen ist immer besser an so einem Viech. Ja. So, der steht einfach in der Ecke und will gar nichts von uns. Das ist gut. Ja, dann können wir jetzt oben lang. Sehr schön. Wechseln wir jetzt mal eben zur Magnum, oder wie ist das? Ich würde es fast vermuten, dass wir das tun. Nehmen wir den, packen wir mal wieder da oben mit hin. Pass mal auf. So. Obwohl, dann können wir das ja auch ganz anders machen. Dann packen wir erstmal dich hier wieder weg. Nimm uns die Beretta, nimm uns die Clips. Natürlich nehmen wir uns hier die Medizin wieder mit. Wo habe ich die jetzt hingelegt? Da. Magnum Rounds brauchen wir auch, klar. Erstmal ist das gut so, ne? Ja. I think so. Ausrüsten. Oder? Ne, den rüsten wir uns aus. Ja. Okay. Gehen wir erstmal weiter. Ach, da oben ist ja auch noch ein Raum, fällt mir gerade ein. Das sind ja zwei Räume, die wir jetzt klären können. Machen wir erstmal den einen Geheimraum da. Geheim nicht, aber. Ach, da oben sind ja auch noch hier Hunter, die da rumkriechen. Da müssen wir uns ein bisschen beeilen. Glück haben ist auf der anderen Seite des Holzgeländers. Dann kommt er uns erstmal nicht in die Quere. Und wir haben Glück. So, da gehen wir erstmal rein. Ah ja, der ist jetzt auch unbrauchbar. Das weiß Jill natürlich, klar. Richtig, dann holen wir uns jetzt noch den zweiten Edelstein. Das müssen wir auch noch machen. Ah ja, da wimmelt es ja noch von Magnum-Patronen. Da müssen wir auf jeden Fall ran. Das ist ganz wichtig. Ja, ja, ja. Und da liegt ein Zettel. Den dürft ihr euch nochmal durchlesen. Unterscheidet sich aber wahrscheinlich nicht von dem Zettel, den wir mit Chris bereits entdeckt haben. Und ich gehe mal davon aus, dass ihr euch das Chris-Szenario auch angesehen habt. Warum sollte man ein Let's Play mittendrin anfangen? So, das ist auf jeden Fall wichtig. Die nehmen wir mit. Und auch die Schrotpatronen, die da liegen, möchte ich haben. Nein, natürlich nicht. Claire. Jill. Wieso will ich denn immer Claire sagen? Ja, ich spiele halt lieber mit Claire, aber gut. Ist halt nicht zu ändern. In Teil 1 gab es die noch nicht. So, das reicht. Dann machen wir das Licht aus. Jupp. Und dann hoch die Leiter. Oder den Tritt. Nein, 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 nein. Da sollst du hoch. Jill. Eigentlich sollte hier eine Leiter stehen. Gut. So. Genau. Augapfel rausreißen, natürlich. Da müssen wir jetzt allerdings nochmal da durch diesen komischen Raum mit den Hunters, aber okay. Das nehme ich für dreimal Magnum-Patronen in Kauf. Und hinaus. Nur für den Fall der Fälle doch nochmal kurz mit der Magnum ausrüsten. Nicht, dass uns da jetzt einer quer kommt. So, runter wieder. Und wieder dran denken, links am Hunter vorbeirennen. Weil, ja, die holen immer mit der Hand aus, mit der rechten, glaube ich, und treffen uns dann nicht, oder so? War das nicht irgendwie so? Ich glaube, das war so. Also hier so vorbeirennen. Ja, das klappt tatsächlich. Hahaha. Also immer schön links am Hunter vorbeirennen, dann treffen die einen nicht. Finde ich gut. So, hier sollte alles klar sein. Ist auch. Dann holen wir uns jetzt ein bisschen Muni. Schalalalala. Ja, können wir auch auf der Seite reinpacken. Ich weiß zwar nicht, warum ich jetzt ganz rumgelaufen bin, aber okay. Und? Haben wir auch hier Magnum-Patronen oder ist hier was anderes? Nein, auch Magnum. Oh, schön. Hohoho. Oh, geil. Ey, das hier ist echt ein Traum. Guckt euch das mal an, was wir jetzt an Magnum-Munition haben. Super. Das ist echt ein Traum.
wollte erst Träumchen sagen. Mit Schäumchen. Okay. Raus hier. Ja, natürlich gucken wir dir noch zu, wie du dich schön wieder zurückdrehst. Das ist atemberaubend. Okay. Ja, jetzt können wir oben rumgehen und brauchen uns nicht wieder durch den Keller quälen. Finde ich eine schöne Sache mit Jill. Das ist auch wieder so ein Indiz dafür, dass es eigentlich leichter ist mit Jill, aber... Ich weiß nicht, ich glaube, so im Endeffekt tun die sich fast gar nicht für die Szenarien. Obwohl, ja doch, eigentlich kann man schon sagen, dass das mit Jill einfacher ist. Allein, weil man diese Zusatzwaffe hat, also den Granatwerfer und... Doch, wir sind von der Munition her wirklich sehr, sehr gut bedient hier. Da kann man gar nichts gegen sagen. Also das passt schon. So, und jetzt müssen wir uns ein bisschen vorsehen, dass wir da schnell reinkommen. Wie machen wir das denn jetzt? A numeric key panel. Was auch witzig ist, das sieht so aus, als könnte man da 4 Zahlen eingeben, ne? Seht ihr doch auch da. Ja. Ich habe mir aber 5 aufgeschrieben. Muss ich da jetzt groß drüber nachdenken? Ich weiß es nicht, aber ist so. Naja, egal. Jetzt sind wir hier. Hui, Zombie! Normale Zombies, wie ich euch vermisst habe. Und der guckt mich auch noch so scheiße an. Beziehungsweise in die Kamera guckt er so scheiße rein. Ach, ich habe diese Zombie-Geräusche irgendwie vermisst. Und sein Schatten ist hier geblieben. Oder das ist irgendwie so eine... Ja, irgendwie so eine Gammelpfütze, wo er so langsam hingetropft ist. Er tropft dahin. Blah. Erwin, könntest du mal kurz aufhören zu... Oh, ich schieße dein Fressen tot. Ist ja geil. Ey, du frisst einen Toten. Karl Gustav, würdest du mal bitte aufstehen? Oh. Da muss ich natürlich nachladen in dem Moment. So. Jo, haben wir euch auch alle gekillt. Schönes Ding. Wechseln wir jetzt wieder auf die Magnum. Hier ist natürlich noch Kraut. Ja, wir nehmen mal eins mit, weil ich denke, wir müssen die gleich mal eben erledigen, die beiden Viecher, die dann noch kommen. Dann nehmen wir hier noch ein grünes mit. Jetzt habe ich natürlich keinen Platz mehr, ist natürlich sehr sinnvoll, aber egal. Wir können ja kombinieren, wenn es hart auf hart kommt. Wenn wir jetzt hier richtig stehen, dann könnten wir, glaube ich, den Hunter direkt in den Rücken schießen und ist er weg, oder? Aber wir warten auf ihn, geht auch. Wenn ich diese Schritte schon höre, dann kriege ich einen zu viel. Du bist nicht tot. Hättest du anders geschrien. Ach Leute, komm her. Mach nicht so ein Drama draus. Seid ihr sicher, dass ihr beide tot seid? Ich glaube das nicht. Ich guck mal. Okay. Sieht doch so aus. Geil. Haha. Das haben wir ja gut gemacht. Dann müssten wir hier noch ein bisschen Schrotmunition finden, richtig? Oh, Granatwerfermunition. 2-mal. Die können wir jetzt nicht mal nehmen. Ja, komme ich gleich wieder. Wow. Das ist natürlich auch nicht schlecht. 2-mal Granatwerfer. Egal. Wir räumen jetzt erstmal ein paar Zombies da weg. Ich gehe mal davon aus, dass du tot bist da hinten, ne? Ja, bist du. Okay. Also hier rein. Ein paar Zombies vernichten. Da kriegen wir auch noch Munition mit. Jetzt muss ich doch tatsächlich gleich trotzdem nochmal zurücklaufen. Weil ich zu wenig Inventarplätze habe. Aber macht nichts. Wir können aber den Schreibtisch hier nochmal eben öffnen. Da sollte nochmal wieder Magnet-Patronen drin sein, oder? Ja, Leute, was ich euch noch eben verraten kann, in der letzten Session mit der Little Drow Blade zusammen hatten wir eigentlich die ganze Zeit auf eine
kleine Stelle im Spiel gewartet, die jetzt doch nicht eingetreten ist. Ein Schuss? Geil. Und zwar gab es im Spiel eine Tür. Und wenn wir an der praktisch den Dietrich benutzt hätten, dann hätte der statt normalerweise Dietrich oder Lockpick Dumm-Dumm-Geschosse stehen müssen. Und ich bin fast der Meinung, dass das deswegen nicht kam, weil das hier die englische Director's Cut-Version ist. In der deutschen hätte da wahrscheinlich gestanden, sie haben dies benutzt. Nee, oder sie haben gerade dies benutzt. Dumm-Dumm-Geschosse. Und ja, das weiß ich nicht, ob das von den deutschen Entwicklern dann her praktisch irgendwie, oder Übersetzern, sagen wir mal so, ein Fehler war, oder ob das irgendwie ein Scherz sein sollte. Könnt ihr mal schreiben, wenn ihr diese Stelle kennt, dann gebt mal bitte euren Senf dazu. Ich weiß es nämlich nicht, ob das beabsichtigt ist von denen. Oder ob das irgendwie ein Fehler war. Wir kombinieren mal das hier. Das geht nicht, ne? Das ist schon... Ja. So, badabab. Jetzt können wir nämlich noch ein bisschen Pistolenmunition mitnehmen. Achso, erst müssen wir den Schrank zur Seite schieben. Das ist logisch, ja. Und diesmal werde ich mich nicht erschrecken, denn ich weiß, dass uns da Raben erwarten. Das war beim letzten Mal auch so eine tolle Sache. Da habe ich mich echt verjagt hier, du. Meine Jüde. So, wir gehen aber erstmal nicht ans Fenster, sondern erstmal hier hin. Genau, die nehmen wir mit. Aber die Batterie müssen wir mit. Dann scheiße ich aufs Farbband und nimm lieber die Batterie mit, die hier liegt, ne? Ja, die nehmen wir mit. Leute, und nur für euch zeige ich euch nochmal die Raben. Achtung. Ach ja. Wenn man weiß, dass sie kommen, ist es nicht so schlimm. Gut, jetzt muss ich Platz schaffen. Wir brauchen, also wir müssen da hinten noch in den einen Raum rein, wo dieses Buch der, oder Band der Flüche ist, so. Und da müssen wir noch die Granatwerfermunition mitnehmen. Also müssen wir nochmal zurück. Und gucken mal. Da wir aber alles leer geräumt haben, hier sollte das kein Problem sein. Und dann können wir dieses Haus auch schon bald verlassen. Und dann sehen wir uns in der Kanalisation wieder. Und ich denke, die Kanalisation werden wir wahrscheinlich auch noch in dieser Session schaffen können. Das heißt, die nächste Session wird die letzte sein. Das ist dann aber erst die dritte Session in diesem Szenario. Geil. Wow. Mit anderen Worten, nächstes Wochenende werde ich Resident Evil Director's Cut beenden und vielleicht schon mit den Arbeiten zum nächsten Projekt beginnen können. Und da zu diesem Zeitpunkt, wo das hier gesendet würde, ja schon mein Infovideo gelaufen sein müsste, wenn ich das richtig durchdacht habe, ja, kann ich ja auch schon sagen, dass es sich um Donkey Kong Country 2 handeln wird. Da wurde nämlich schon lange gefragt, wann denn das endlich mal drankommt, weil ich das ja damals versprochen habe, als ich Teil 1 gespielt habe, dass die anderen beiden auch noch kommen. Aber irgendwie bin ich dann davon abgekommen. Ich weiß auch nicht, wieso. Hat sich irgendwie so ergeben. Und deswegen wird das auf jeden Fall jetzt nachgeholt. Teil 2 ist also der kommende Teil. So, das packen wir erstmal hier mit hin. Die Batterie brauchen wir erstmal auch nicht. Jetzt hätten wir eigentlich theoretisch genug Platz. Ich packe die nochmal eben hier mit hin. So. Und jetzt holen wir uns eben den Rest, der da noch liegt. Und dann verlassen wir diesen wunderschönen Ort. Dieses wunderschöne Herrenhaus. Von dem wir alle nicht genug kriegen können mit seinen herrlichen Bewohnern. Die friedlich und... was weiß ich... harmonisch hier im Einklang leben. Und ich rede wieder eine gequälte Scheiße, das ist unglaublich. Und ich sehe gerade, dass die Stunde ja eigentlich rum ist. Das heißt, ja, ich gehe nochmal eben in den Munitionsraum rein, werde uns da die Granaten in die Tasche stecken und dann sage ich mal eben kurz Tschüss, beziehungsweise mache einen Cut. Dann haben wir wieder 4 Parts zusammen hier hingekriegt. Ein Traum. Okay, also hier hinein. Bazooka-Munition, die könnten wir dann theoretisch wieder für die Kanalisation ganz gut gebrauchen.
So. Das sind dann ja insgesamt wieder 12 Schuss, ne? Sollte eigentlich. Weil normalerweise angebrochene Packungen liegen hier nicht rum. Ne, das sind immer 6 Patronen, ja. Gut, den nehmen und den nehmen. Haben wir. Okay, Leute. Dann sind wir bis hierhin erstmal wieder soweit durch und ich sag, bleibt mir treu. Schaltet beim nächsten Part wieder ein und euer Alex sagt ciao. Bis zum nächsten Mal.